Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und natürlich hoffe ich, euch geht's wie immer gut und ich hoffe natürlich auch, ihr hattet wunderbare Weihnachten und auch schöne Feiertage bis jetzt. Bei mir stehen die Feiertage erst an, sprich morgen ist für mich Weihnachten, weil heute eben erst der 23. ist. Ihr wisst ja, sonntags ist Challenge Time und weil wir gerade auf das Thema Challenge zu sprechen kommen, heute gibt's natürlich wieder eine Challenge, Leute, und dafür habe ich mir natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen, denn es gibt heute eine Special-Folge, nämlich die Christmas Challenge und die wird was ganz Besonderes werden, Leute, denn ich habe mir heute ein wahnsinnig großes Ziel gesetzt, aber was das sein wird, das sage ich euch gleich. Obwohl, eigentlich ist es ein Blödsinn, denn ihr habt es ja jetzt schon in der Beschreibung gelesen. Aber egal, ich sage es euch später nochmal. Jetzt möchte ich es nicht verraten. Ich werde es euch in Kürze aber sagen. Jetzt würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit mehr, denn ich habe schon Bärenhunger. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil ich mich einfach so sehr auf die Challenge vorbereitet habe. Das ist wirklich eine akribische Vorbereitung, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Den ganzen Vormittag nichts zu essen. Wir haben es jetzt schon fast 2 Uhr. Es ist verdammt hart. Und daher würde ich sagen, räumen wir jetzt einfach die ganzen Sachen her. Denn einkaufen müssen wir heute nichts mehr gehen. Ich habe nämlich schon gestern alles eingekauft und ich würde sagen, ich räume jetzt einfach alles her und dann starten wir. Leute, ihr könnt sehen, ich habe wirklich eingekauft wie ein Verrückter. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, denn wir haben heute vor, 10.000 Kalorien in einer Stunde zu essen. Das ist ein großes Ziel. Ich habe Bärenhunger und ich habe auch die richtigen Sachen dafür gekauft, würde ich sagen. Ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass es alles eher was mit Weihnachten zu tun hat. Wir haben einerseits Kekse, da nochmal andere Kekse. Wir haben Cookies, wir haben Spekulatiuscreme, wir haben Weihnachtsmänner, wir haben Schokobons mit einer Weihnachtsverpackung. Wir haben diese Lindkugeln, die weihnachtlich sind. Ich habe hier Punschkrapfen. Ich habe einfach alles mögliche eingekauft, was ich so gedacht habe, was zum Thema Weihnachten passt. Ich werde mal die Kekse aus der Verpackung holen, das Ganze schön anrichten und dann würde ich sagen, kann endlich gestartet werden. Leute, ich weiß übrigens selbst noch gar nicht, was da drinnen ist. Ich bin schon echt gespannt und ich würde sagen, wir öffnen die Packung mal. Oh Mann, nur solche Kekse. Na gut, aber die schmecken auch und die gehören auch zu Weihnachten dazu. Aber was mir gerade auffällt, da ist einmal Schoko drinnen, da ist hier irgendwas mit Marille vielleicht, dann hier vielleicht Erdbeer, also es ist immer eine andere Füllung dafür. Das ist schon mal okay. Ich habe mir natürlich eigentlich schon erwartet, dass da irgendwelche Emojis drauf sind, aber naja, kann man nichts machen. Das wäre mal der erste Teller. Die werde ich nicht aufmachen, die werde ich dann so essen. Ich werde jetzt nun die aufmachen, wo man es wirklich nicht gut sieht, was drinnen ist. Das werde ich auch nicht aufmachen, die werde ich dann auch so essen. Die werde ich aber aufmachen, obwohl eigentlich die kann ich auch daraus essen. Das könnten wir eigentlich auch so lassen. Aber die Box müssen wir noch aufmachen, ganz bestimmt. Ich weiß auch nicht, was in der Box drinnen ist. Ich verstehe nicht, warum die alle so ein Geheimnis draus machen müssen. Da ist alles schön durchgemischt. Auch die Schachtel wäre leer. So Leute, ich habe schon Bärenhunger und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Ich habe ja auch auf dem Laptop einen Timer gestellt. Eine Stunde, 10.000 Kalorien ist das Ziel. Wir starten jetzt, obwohl eins ist noch, natürlich, wie immer. Ich muss bei meinem Handy noch den Wecker stellen, denn alle 20 Minuten muss ich natürlich wieder auf die Kamera schauen, damit sie sich nicht ausschaltet. Zeit ist gestellt, ich drücke auf Start und los geht's. Guten Appetit, würde ich sagen, und einfach reinhauen und genießen. Beginnen wir mal mit dem Google-Hupf. Start. Oh, sorry Leute. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Das ist gut. Da ist sogar so eine kleine Marillenfüllung drinnen. Das schmeckt richtig geil. Ich weiß auch natürlich, Leute, zuerst runterkam. Ich habe mir natürlich viel zu viel gekauft, aber das ist egal, das Essen wird eh nicht weggeschmissen. Das wird dann eh die Tage vernichtet, also morgen ist eh Weihnachten und dann mit der Familie zusammen ist das dann eh alles weg. Aber natürlich, vielleicht esse ich auch alles selbst. Wer weiß. Ich mache heute übrigens auch nicht den gleichen Fehler wie das letzte Mal. Heute gibt es nur Wasser zum Trinken, denn beim Cola musste ich das letzte Mal immer aufstoßen. Und ich glaube, das hat mir schon so einen Burger gekostet bei den Whoppers. Leute, obwohl die Kekse nicht selbst gemacht sind, ich muss sagen, die schmecken ziemlich gut. Man merkt zwar schon ein bisschen den Unterschied, also die Kekse von meiner Mutter sind schon um einiges besser, aber die sind auch ganz okay. Das Einzige, was bei den Keksen halt immer ist, die sind so verdammt trocken, Leute. Die Mütze muss dran glauben, denn die ist ein bisschen zu eng und das drückt dann immer beim Kopf. Das ist unangenehm, das möchte ich nicht, ich will essen. Ich hoffe, die Frisur sitzt trotzdem.
Wenn nicht, kann ich auch nichts machen. Wenn das alles nur nicht so trocken wäre, Leute. Ich brauche jetzt mal was, was nicht so trocken ist. Deshalb nehmen wir den Schoko-Nikolaus. Oder Weihnachtsmann natürlich. Der sieht lecker aus. Mahlzeit. Der Wecker ist abgegangen, Leute. Ich komme kurz zu euch. Alles bestens, alles ist drauf. Jetzt wird weiter gegessen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt. Nein, nehmen wir die Windringe mal. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel Kalorien die Dinger haben. Die sind so leicht, aber auf 100 Gramm haben die dann doch wieder 500 Kalorien oder so, und das sind genau 100 Gramm. Verdammt süß, die Dinger, verdammt süß. Also davon bekomme ich bestimmt einen Zuckerschock, also das ist süß. So süß, Leute, so süß. Boah, davon esse ich jetzt nur noch den, also die Hälfte, und sonst wird mir noch schlecht, weil es so süß ist. Also die Windringe kann ich euch nicht empfehlen. Viel zu süß. Viel zu süß. Ansehen, ich hoffe, dass das nicht so süß ist. Schmeckt nicht gerade prickelnd. Also ich muss sagen, das schmeckt auch nicht verdammt gut. Also da werde ich jetzt nur mehr das Stück auch essen. Aber ich habe es vorher abgewogen, das heißt, ich weiß, wie viel das dann war. Aber geil schmeckt das nicht. Nein. Nein. Die braucht ihr auch nicht kaufen. Ich würde sagen, die möchte ich unbedingt essen. Das sind diese Milka-Eier. Die habe ich schon so lange gesehen, aber ich habe sie noch nie gegessen. Schmecken gut. Aber ich muss auch sagen, die Sättigung beginnt jetzt ganz schön einzusetzen. Ist doch ganz schön schwer, 10.000 Kalorien. Also ich glaube, wir sind jetzt so knapp bei der Hälfte oder so. Ich gehe mal kurz Wasser holen. Ich brauche jetzt irgendwas, das nicht vollkommen aus Keksen besteht. In Kekse irgendwie oder Schokolade geht gerade gar nicht. Braucht da echt eine Abwechslung. So bei den Cheetos hast du immer eine gute Abwechslung, aber hier immer das Gleiche, das ist hart. Ah, ich weiß nicht. Soll ich die Waffeln? Ich würde sagen, ich mache mal bei den Waffeln eine auf. Denn ich brauche irgendwas, was nicht ganz so süß jetzt ist. Keine Abwechslung. Schmeckt nicht prickelnd. Und vor allem sehr, sehr trocken, also. Das wird es auch nicht werden. Hätten mir die Waffel besser vorgestellt. Selbstgemachte Waffeln schmecken um einiges besser, Leute, aber ja. Jetzt ist auch schon zu spät. Ich weiß nicht, was ich jetzt essen soll. Ich glaube, ich werde den Spekulatius-Aufstrich probieren. Die war echt nicht gut, Leute. Ich weiß nicht, wie sich Leute. Gut, ich habe sie jetzt auch gekauft, aber solche Waffeln will ich mir nie mehr kaufen. Nie mehr. Die schmecken nicht gut. Ich würde sagen, wir probieren das Ding. Ich muss jetzt sagen, ich nehme den Spekulatius-Aufstrich immer auf die Maiswaffeln. Da schmeckt es mir am besten. Ich gehe kurz eine Schere holen, denn hier habe ich keine. Nach einer gefühlten Ewigkeit hätte ich sie gefunden. Es ist jetzt schon echt ein richtiger Kampf, muss ich sagen. Und wir haben erst 36 Minuten. Vor allem vom Kopf her, da fühlt sich gerade so ballern. Unglaublich. Und vor allem drückt sie mir die Augen so zu heute. Ich könnte mich jetzt direkt hinlegen und schlafen. Es ist jetzt gerade schon echt ziemlich hart. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir 6000 Kalorien überhaupt schon haben. Aber es ist irgendwie jedes Mal so bei 5000, 6000 Kalorien Schluss bei mir. Ich komme da nie drüber, wenn ich auf einmal esse. Echt ein Horror irgendwie. Gerade richtig hart, Leute. Wie schon vorher gesagt, ich bekomme die Augen kaum noch auf. Die drückt echt einfach nur zu. Ich glaube, das ist zu viel Zucker auf einmal für den Körper. Ich
Und ich glaube, so viel Zucker auf einmal habe ich noch nie gegessen. Und das macht einen echt müde und schlapp. Also ich bekomme gerade richtig Kopfweh. Ich drücke da hinten richtig. Der Wecker ist wieder abgegangen. Boah, Leute, ich sag's euch, es geht gerade nicht mehr viel. Ihr merkt schon, ich sitze schon ganz anders als am Anfang. Aber ich fühle mich einfach so müde gerade, also wow. Ich muss jetzt mal kurz tief Luft holen und eine kleine Pause einlegen. Wir haben eh noch 18 Minuten, aber boah. Also es ist heute ganz klar das erste Mal, dass ich so viel Kalorien fast nur aus Zucker esse. Denn man muss ja sagen, die Kekse, also ich meine, es ist jetzt nicht nur Zucker, es ist ja auch Mehl. Also es ist schon nur Zucker, aber auch langkettige Kohlenhydrate, nicht nur kurzkettige. Aber oh, das drückt gerade so richtig runter. Also es ist ein Riesenkampf, die Augen einfach nur offen zu halten. Ein Riesenkampf. Das ist einfach unglaublich. Richtig hart gerade, Leute. Muss schon den Kragen weiten. Aber ich glaube, ich werde nur mehr die Maiswaffel essen und dann war's das. Fühle ich mich müde. Ich bin schon satt auch, aber viel mehr müde. Also der Körper, der ist gerade völlig überlastet. Der weiß, glaube ich, gerade nicht, was er tun soll. Aber ich meine, wir essen jetzt auch schon 45 Minuten durchgehend. Ich hoffe, ich habe zumindest die 6000 geschafft mit dem jetzt, aber ich glaube nicht, dass ich noch was essen kann. Ich bräuchte da wirklich irgendwas Saures jetzt oder irgendwas, aber nichts Süßes mehr. Es ist alles nur süß und süß. Boah, das geht gar nicht gerade. Das geht gar nicht. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie noch rausbringen und sagen kann. Weil ja, ihr seht es, ich kann die Augen nicht. Ich kann sie nicht aufhalten. Es ist echt der Horror. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn hat, weiterzumachen. Also ich fühle mich jetzt nicht unglaublich voll, aber mir ist total der Appetit jetzt auf das Süße vergangen. Ich hätte jetzt irgendwas gebraucht, was nicht süß ist. Ich meine, ich könnte noch die Nüsse hier essen, aber die gehören ja eigentlich nicht dazu. Ich will schon das essen, was zu Weihnachten gehört. Richtig hart gerade, richtig hart. Ich warte jetzt einfach noch ein bisschen zu. Vielleicht esse ich noch was und wenn nicht, dann mache ich jetzt einen Cut und spule vor auf die letzte Minute oder so, bis der Countdown runterläuft. Ich habe echt auf nichts Appetit mehr, was jetzt gerade vor mir liegt. Wer mag mir das glauben? Ich habe im Hals auch so ein komisches Gefühl. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist immer so, vor allem wenn ihr viel Schokolade, viel Süßes esst. So ein komisches Ziehen im Hals habe ich gerade. Das sagt mir einfach, okay, du warst jetzt nicht Süßes mehr wie Kekse oder Schokolade, sondern irgendwas wie Chips zum Beispiel, die ja richtig sauer sind oder irgendwas, aber nicht sowas. Jetzt hat sich auch noch der Laptop aufgehangen. Okay, doch nicht. 10 Minuten noch, Leute. Irgendwas muss noch gehen. Ich mache mal die Kekse auf. Mal sehen, wie die schmecken. Nee, Leute, die riechen schon so. Würdet ihr es mir verzeihen, wenn ich die Nüsse esse? Also ich kann noch essen, aber ich brauche irgendwas anderes. Ich hole die Waage, ich wiege es ab, damit wir es genau wissen. Aber ich werde jetzt wirklich die Nüsse essen, Leute. Denn der ganze Rest, der geht irgendwie gerade nicht. Ich werde die Nüsse essen. Ich hole schnell die Waage. Wir wiegen die Nüsse... Wir wiegen die Nüsse einmal ab. So, das sind jetzt 584 Gramm, Leute. Und dann beginnen wir mal zum Essen. Ich brauche nur noch schnell ein Wasser. Die Nüsse gehen jetzt wieder ganz gut. Die ersten 40 Gramm hätten wir auch schon geschafft. Aber ich muss sagen, jetzt werde ich schon langsam echt richtig satt. Also wir haben auch nur mehr 5 Minuten. Das heißt, wir essen jetzt auch schon 55 Minuten. Das ist schon eine lange Zeit. Also ich werde mich jetzt nur noch mit den Nüssen fertig essen, so viel ich halt schaffe. Aber ich glaube nicht, dass ich noch 3 Minuten lang Nüsse essen kann. Aber ich gebe mein Bestes. Ich werde sie jetzt auch immer da ein bisschen eintunken. Also warte mal. Um auch irgendwie ein paar Kalorien rauszuholen, damit wir zumindest auf die 6000 kommen. Aber ich habe jetzt gerade überhaupt keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon geschafft habe. Vielleicht sind wir ja schon über 6000, aber ich glaube nicht. Really, nigga? Die letzten 2 Minuten holen wir nochmal alles raus. Alles, was geht. Ich hoffe, ihr leidet gerade mit mir genauso mit, wie ich mit mir selbst mitleide. Es fühlt sich auf jeden Fall alles nicht mehr geil an. Aber Spaß macht es trotzdem. Und ja, ich weiß, nicht mit vollem Mund reden, aber es geht gerade nicht anders, Leute.
nicht mal mehr eine Minute. Es ist vorbei. Das war's. Ist vorbei, Leute. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben. Also wir haben es ganz sicher nicht geschafft. Aber es war mal ein Versuch. Blende jetzt euch hier irgendwann, wie viel wir genau geschafft haben. Es war das erste Mal, dass ich das probiert habe. Also 10.000 Kalorien in einer Stunde. Und vor allem, Leute, fürs nächste Mal weiß ich, mache ich das nicht bei einem speziellen Anlass, sprich wie Christmas oder Ostern oder irgendwas, sondern das nächste Mal versuche ich das so. Dann habe ich nicht nur Süßes, sondern auch Saures. Und dann, glaube ich, sollten wir nochmal um einige Kalorien mehr schaffen. Denn einfach nur Süßes geht mal gar nicht, muss ich sagen. Also man braucht so wie Nüsse zwischen oder irgendwas, denn sonst bringst du das Ganze nicht runter. Na gut, ich würde sagen, ich räume das Ganze jetzt mal weg, wenn es mich schert. Aber derzeit schert es mich nicht, das werde ich jetzt mal liegen lassen. Ich erhole mich jetzt ein bisschen und dann melde ich mich nochmal bei euch, Leute. Aufgeräumt habe ich noch immer nicht, also es sieht noch immer richtig scheiße aus. Ihr könnt es hier sehen. Also ich war bis jetzt ziemlich faul, es liegt noch alles da, wo es war. Aber ich werde mir jetzt dann natürlich die Mühe machen und das Ganze wegräumen. Sonst noch kurz gesagt, geht es mir jetzt gerade ziemlich gut. Also ich habe jetzt keine 10 Minuten, kann man sagen, Pause gemacht. Aber ich muss sagen, ja, also irgendwie was essen kann ich schon noch, nur nichts Süßes mehr. Also der Hunger auf das Süße hier, auf das ist mir echt vergangen. Also keine Kekse und das, aber irgendwie sowas Saures oder einfach nur Wurst oder Hühnchen oder so. Das könnte ich jetzt schon wieder essen, aber eben keine Schokolade mehr. Da muss ich mir das nächste Mal echt was einfallen lassen, auch wenn so eine Special Edition wird, dass ich da nicht nur Süßes habe, sondern wirklich auch Saures habe. Denn man sagt ja auch immer, man soll was Süßes, was Saures essen und nur Süßes, das funktioniert einfach nicht. Das habe ich jetzt heute wieder gemerkt. Wir haben zwar einiges geschafft, aber ich glaube beim nächsten Mal, wenn ich da etwas abwechsle, geht um einiges mehr. Und ja Leute, jetzt werde ich das Video an dieser Stelle beenden. Ihr hört es auch, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Das ist aber immer so nach dem Essen. Keine Ahnung warum. Also nicht nach dem Essen normalerweise, sondern nach so einem Cheat. Und wer bis jetzt übrigens geschaut hat, der schreibt mir einfach Hashtag Kekse in die Kommentare. Würde mich freuen. Jetzt beende ich das Video aber wirklich, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Genießt die Ferien, falls ihr Ferien habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.